So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich noch mal ein bisschen was über meinen Kanal erzählen und was jetzt gerade wieder vorgefallen ist. Es gab ein Missverständnis. Ja, übrigens habe ich ein Video auch gelöscht wegen diesem Missverständnis und es handelt sich um Aussage von Marco Hüber über Bewusstseinscoach und da ich aber jetzt mit Marco nochmal gesprochen habe, ist das jetzt bereinigt? Also auch von dem her ist wieder alles im grünen Bereich. Ja. Also nicht, dass ihr da irgendwie Bedenken habt. Also ich habe das Video auch deswegen auch gelöscht und von mir ist deswegen auch von dem her auch kein Problem. Also ich werde nochmal ein Special-Video machen, wo ich über alle YouTuber berichte, die sich mit Spiritualität und mit Astralreisen beschäftigen und werde auch nochmal Werbung machen, sozusagen. Ja. Astralreisen, Stand der Dinge. Ich bin heute wieder kurz aus meinem Körper raus und bin dann wieder in den Körper rein. Irgendwie war da zu wenig Energie da, keine Ahnung. Ich bin da weiter dran. Es ist nochmal so, dass ich das Problem habe momentan. Ich habe sehr viele Themen und sehr viele Gedanken gehen mir durch den Kopf und deswegen haut das vielleicht jetzt nicht so mit Astralreisen hin. Ja, ich habe viele Themen. Jetzt hat sich ein Thema dazwischen gestellt, wo ich sage, okay, da sollte ich nochmal drüber berichten. Es ist ein leidiges Thema eigentlich, wo ich eigentlich ungern spreche, ja, aber da es doch viele Menschen bewegt und da es doch auch mich betrifft, möchte ich es doch ansprechen und es geht nun mal zum Teil auch Flüchtlinge, Migranten. Und das heutige Thema möchte ich darüber behandeln, dass Migranten Homosexuelle angegriffen haben, ja, bespuckt haben und mit Flaschensteinen beworfen haben. Das passiert in Berlin-Neukölln. Und da möchte ich doch noch ein Statement dazu abgeben. Also, ich sag mal so, jeder Fremde und so weiter, eigentlich im Prinzip herzlich willkommen, ja. Aber Homophobie, sowas geht gar nicht, ja. Wer nicht akzeptiert, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, wo sich Menschen frei ausleben können, ja, der hat in unserer freien Gesellschaft, muss ich wirklich so sagen, auch nichts zu suchen. Ja, weil es gibt überall auf der Welt Gesellschaften, wo ich mir aussuchen kann, wo ich wie und wo wie ich leben will. Ja, und von dem her muss ich sagen, auch solche Leute haben eigentlich in unserer Gesellschaft, in unserer freiheitlichen Gesellschaft nichts zu suchen. Ja, das bewegt mich doch sehr, weil ich auch selber, ja, auch sagen wir mal, homosexuell, bisexuell bin, ja, ich liebe zum Beispiel auch den Female-Look, ja, zum Beispiel das Hemd ist jetzt auch Frauenhemd eigentlich und ich liebe das auch, wie eine Frau auszusehen eigentlich, das bin ich irgendwie ein bisschen auf den Geschmack gekommen, muss ich auch ehrlich sagen, von dem her mal abgesehen, ja, und ich finde einfach, jeder Mensch sollte doch sich frei ausleben können, niemand zwingt doch jemanden homosexuell zu sein, was soll denn der Scheiß, ja. Und gerade Migranten, Flüchtlinge sind doch eigentlich auf Toleranz angewiesen. Also, wenn man diese Toleranz nicht zeigen kann, ich meine, der ist hier fehl am Platz, der hat hier nichts zu suchen, das muss man auch sagen. Also, ich bin gegen Abschiebung eigentlich so, wenn es um Frauen und Kinder geht, auf jeden Fall, aber wenn es um Gewalttäter geht, also solche Leute, die Gewalt ausüben, nur weil jemand jetzt ein Mann wie eine Frau aussieht oder so, oder sich homosexuell zeigt, der hat, finde ich, und unsere Gesellschaft, muss ich ehrlich sagen, nichts zu suchen. Ja? Weil es gibt ja Länder wie zum Beispiel der Iran oder Saudi-Arabien, ja, wo eben ja, die Scharia oder beziehungsweise der Islam eben die Regeln vorgibt und dort können die leben, ja, in diesem intoleranten Komplex, ja. Aber sie können nicht einfach herkommen in einer freiheitlichen Gesellschaft und die Freiheit kaputt machen. So was geht einfach nicht. Und im Übrigen nehme ich die Neonazis da mit ein. Ja, auch bei den Neonazis, die sind ja genauso auch gegen Homosexuelle. Da würde ich auch sagen, es gibt Länder wie zum Beispiel Russland oder es gibt Länder wie Ungarn, ja, wo sie besser aufgehoben sind, ja, wo sie sich, ehrlich gesagt, muss ich sagen, auf sie verpissen können. Und ja, wenn hier jemanden die Freiheit nicht passt, der kann gehen, ganz einfach. Und das sollte auch gehen und das sollte auch abgeschoben werden. Ja, das muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Ja, wie gesagt, ich bin nicht politisch, es geht mir nicht um Politik, aber wie gesagt, ich halte nicht viel von Politik, aber das ist halt einfach eine Sache, wo mich auch betrifft, weil ich auch selber ja in gewissermaßen homosexuell bin. Ja, und mich gern als Frau, also quasi wie. Kann den Female-Look ich mag und so und deswegen, ich möchte nicht diskriminiert werden, ich möchte mich frei ausleben können, ja.
Und deswegen sage ich einfach, jeder sollte dort leben, wo es ihm gefällt und wo er eben die Umstände akzeptieren kann. Ja? Okay, Selbstverteidigung. Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, von so einem Aggressor angegriffen werde, ist, sagen wir mal so, es schadet nicht, wenn man gewissen Techniken kann und gelernt hat. Also ich würde das auch jeder TS und jedem homosexuellen Menschen also empfehlen, auch Kampfsport, wenn es geht, zu erlernen, aber bitte nicht so Billig-Kampfsport wie Taekwondo oder so ein Scheiß, sondern wirklich was, wo es darum geht, Gewaltprävention zu betreiben, also wo es darum geht, die Gewalt zu beenden. Ja, also die wichtige ist, also dass man die Gewalt beendet. Ja, also wenn es zur Aggressionshandlung kommt, dass man den Aggressor, sagen wir mal, überwältigt, ja, durch irgendwelche Techniken, Kampfsporttechniken, ja, aber dann Flucht, ja. Also das ist zum Beispiel, was ich jetzt empfehlen würde. Es bringt nichts, sich weiter Gewalt einzulassen, ja. Psychologie ganz wichtig einzusetzen, zum Beispiel Psychologie, ja, dass man zum Beispiel auch sagt, ja, du bist, dass man jemand mal am Kragen packt, dominiert, ja, mit Psychologie dominiert und sagt, bist jetzt brav oder so, ja, dass der Ruhe gibt, ja, also der böse Bube, ja, und aber dann wirklich versuchen, die Gewalt nicht weiter eskalieren zu lassen, das ist schon mal ganz wichtig, ja, weil das ist immer eine Spirale, es geht immer weiter und es gibt ja immer jemand, der besser Kampfsport kann und so weiter. Also von dem her ist es also nicht sinnvoll, da sich weiter da zu verstricken in der Gewalt. Ja, wie gesagt, das mal soweit. Also Angriffe auf Homosexuelle, das geht gar nicht. Das darf auch gar nicht toleriert sein. Und es hat nichts mit Rechts zu tun, wenn man das ankreidet, auch bei Migranten, ja. Man muss ihnen das auch klar, wirklich klar machen, das ist die Gesellschaft, das haben sie zum Akzeptieren und wenn es ihnen nicht passt, Abflug. Ja. Und das hat nichts mit Recht zu tun. Und das sage ich auch Neonazis. Genauso mit den Neonazis, wenn es ihnen nicht passt, Abflug. Ja. Also die tolerante, freiheitliche Gesellschaft muss sich auch irgendwo behaupten und auch zu dem stehen, was sie ist und sich da nicht einschüchtern lassen. Ja. Dann nochmal was, was auch zum Thema Flüchtlinge gehört, ist und zwar die Wohnungsnot. Das möchte ich auch mal ansprechen. Ja, ich kenn viele, ich habe Bekannte auch und ich höre auch viele, dass sie Wohnungen suchen und sie verärgert sind, dass sie keine Wohnung finden und dass die Vermieter auch sich so arrogant und herablassend verhalten, dass sie keine Miete ist ihnen mehr recht. Ja. Du musst Arbeit haben, du musst dies und das haben und die Qualifikationen und dann kriegst du nur irgendwie so eine billige, abgefuckte Bude. Ja, und dazu musst du dann auch noch oft Regeln befolgen. Ja, das kann es irgendwie nicht sein. Also, wir haben eine extreme Wohnungsnot hier in Deutschland und das muss bekämpft werden. Und das ist ein Pulverfass. Ja, ich sag mal ganz klar: Also, wir dürfen jetzt nicht da Flüchtlinge gegen Wohnungssuchende ausspielen, das ist nicht richtig, ja, weil das sind alle im einen Topf, also sind alle die kleinen Leute. Der Flüchtling kann eigentlich nichts dafür, dass es jetzt in Deutschland Wohnungsnot herrscht, ja. Also das muss man ganz klar sehen. Es wird Zeit, dass die Politiker endlich die Wohnungsnot bekämpfen, indem sie Wohnungen bauen, brauchen dringend Wohnungen, ja. Der Wohnbau muss bezuschusst werden, es müssen die Regeln für Hausbau. Es ist ja so, dass wenn man ein Haus baut, dass man da zig Regeln beachten muss. Das Haus darf nicht zu groß sein, nicht zu klein, nicht zu schmal, nicht zu dick, nicht zu, muss in die Landschaft passen und tausend sinnlose Auflagen. Das muss endlich beendet werden. Das müssen jetzt einfache Regeln geschaffen werden. Ich bin dafür, dass Energiesparhäuser gebaut werden, autarke Energiesparhäuser. Ich würde auch jedem sagen, wenn er das Geld hat, Leute, baut euch autarke Energiesparhäuser, ja. Weil ihr seid dann unabhängig, ihr könnt euren eigenen Strom produzieren, ihr könnt sogar den Strom verkaufen und dadurch noch Einnahmen erwirtschaften. Ihr könnt dann, was weiß ich, auch die Wasserversorgung autark machen, das geht dann auch. Also da gibt es, wenn ihr wollt, kann ich euch da noch Seiten verlinken. Also Energiesparhäuser würde ich auch jedem Häuslebauer empfehlen, dass er das baut. Das ist wirklich was Sinnvolles, auch für die Natur und so weiter. Ja. Also Wohnungen und Häuser müssen gebaut werden, müssen her. Es ist einfach zu wenig. Ja, das ist einfach ein Riesennot und das ist ein Pulverfass, weil viele sagen, wie kann es sein,
dass Wohnungen fehlen und wir trotzdem Flüchtlinge aufnehmen und so. Wie können wir Flüchtlinge aufnehmen, wenn bei uns Wohnungsnot herrscht? Das macht eigentlich gar keinen Sinn, ja. Und das ist ein Pulverfass, ja. Und das ist einfach nicht gut. Das muss angesprochen werden, ja. Und aber dabei dürfen natürlich nicht die Wohnungshunde gegen die Flüchtlinge ausgespielt werden. Das ist das, was die Rechtspopulisten machen. Das ist das, was ich nicht will. Sondern wir sind alles die kleinen Leute und wir müssen uns zusammenschließen und wir müssen dieses Problem definitiv lösen. Ja, und das ist auf einmal mein Appell. Ein Appell heute in dem Video für soziale Gerechtigkeit, viel Toleranz, Mitgefühl und Gewaltlosigkeit. Das ist jetzt, sag jetzt mal, so mein Appell, mein Statement. Und ja, okay, als nächstes, wie gesagt, wird dann nochmal ein Video kommen. Es geht nochmal um Arbeit. Ich bin auch noch mit Astralreisen dran, keine Angst, da werden noch Videos kommen. Ja, es war es mal soweit. Ich würde sagen, abonniert meinen Kanal, teilt das Video und dann würde ich mal sagen, gute Woche, macht's gut und bis bald.